Guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei Was bin ich? Bitte halten Sie uns die Daumen. Wir gehen heute ohne Reserveschwein in die Sendung. Zuerst ist eins zerbrochen. Und man kann jedem Malheur eine heitere Seite abgewinnen, wenn es einem anderen zustößt. Dann darf ich Ihnen vielleicht noch die Irene vorstellen, unser Schmuckstück aus Österreich. Und dann... unser Kollegium, die Anneliese, Hans, Annette und Guido. Und dann gleich unseren ersten Gast. Kapuschi. Guten Abend, bitte schön, nehmen Sie Platz. Darf ich erst einmal vorstellen? Da geht ja die ganze Sendezeit schon, bis man die Berufsbezeichnung hat. Wenn Sie so nett wären und eine Handbewegung noch machen würden, nicht verräterisch, aber echt. Ja. Und welches von den Schweinen darf ich Ihnen geben? Herr Schweindal, heißt der, Österreich heißt es ja Schweindal, ne? Oder wie sagt sie? Ja, Schweindal. Schweindal, gell? Es geht beim Guido an. Sind Sie mit der Verteilung oder Herstellung einer Ware beschäftigt? Nein. Ja. Ist das eine Ware? Sie sagen nein, ne? Es ist etwas, was man allgemein gebrauchen kann, auch wenn es keine Ware ist. Ja, gebrauchen sicher. Sie mussten eine Ausbildung durchmachen, um das zu tun, was Sie tun. Ja. Ist da eine Oberschule auf jeden Fall notwendig? Ja, aber... Aha. Und setzen Sie mit dieser Handbewegung irgendwas in Gang? Ja. Und dann entsteht das, was keine Ware ist? Nein. Zählen Sie damit etwas, was keine Ware ist? Zählen? Zählen. In welchem Sinn meinen Sie das? Nicht zusammenzählen? Wir sagen ja oder nein, gell? Nein. Also er zählt nicht. Auch nicht zusammen. Nachdem der Robert sagt, Sie haben einen so langen Namen, ist es ein Beruf, eine lange Berufsbezeichnung, ist es ein Beruf, der eben kompliziert moderner ist? Das kann man sagen, ne? Ja, ist relativ. Und wenn Sie die Ware verneinen, aber die Herstellung haben Sie nicht ganz verneint, stellen Sie etwas her. Tja. Jetzt sind Sie drin. Jetzt sitzen Sie drin. Ich hätte das Ding als Ware bezeichnet. Aber wie Sie meinen. Herstellen tun Sie es nicht. Herstellen tun Sie es nicht. Herstellen. Aber Sie haben die Ideen, wie man so etwas herstellen könnte. Ja. Ist das auf technischem Gebiet? Nein. Ja, jetzt war ich so auf der Technik gesessen. Muss ich erst umdenken. Ist es auf naturwissenschaftlichem Gebiet? Nein. Ist es auf wirtschaftlichem Gebiet? Ja. Sind Sie irgendein Berater? Nein. Zu wenig, gell? Zu wenig. Die Handbewegung, ist das ein Knopfdruck? Ja. Und lösen Sie damit vielleicht etwas Computerähnliches aus? Ähnlich, ja. Wo Zahlen erscheinen? Ja. Die mit der Wirtschaft zu tun haben? Ja. Mit der großen Volkswirtschaft? Ja. Prüfen Sie das Bruttosozialeinkommen? Nein. Ja, aber im Wirtschaftsprüfer würde Ihnen das nicht Nein. reichen. Nein. Rationalisieren Sie irgendetwas? Nein. Ganz so arg modern ist der Beruf gar nicht, aber es ist trotzdem natürlich ein einigermaßen moderner. Und um nur eine Vorstellung vom Volumen zu geben, der Geschäftszweig, in dem er tätig ist, setzt ungefähr 20 Milliarden. Ja. Etwa ja. 20 Milliarden. Ja. Er ist ein Investmentfondsmanager. Also er verkauft keine Investmentfondsanteile, sondern er gehört zu denen, die die Pakete zusammenstellen. Ne? Ich glaube, man muss eigentlich noch einen Schritt weiter zurückgehen. Die Aktien sind ja eine von möglichen Kapitalsanlagen. Und in den letzten Monaten haben Aktionäre eigentlich viel Freude gehabt. Sehr viel sogar. Aber es hat natürlich auch Zeiten gegeben, wo also Aktionäre schon Pech hatten. Ist es nun für jemanden, der nicht volkswirtschaftlich ausgebildet ist, der nicht Zeit oder die Fähigkeit hat, Bilanzen von Industrieunternehmen zu lesen, ist für den der Umgang mit Aktien nicht gefährlich? Zweifellos etwas gefährlich, wie Sie sagten. Und da kommt eben der Investmentfondsmanager in das Spiel und nimmt den unerfahrenen oder auch relativ unerfahrenen Anleger die Arbeit ab und sucht mit seiner Erfahrung und sämtlicher Unterstützung, die er natürlich von Institutionen genießt, Wertpapiere aus, die den besten Ertrag verheißen. Also mit anderen Worten, ein Fonds besteht aus Aktien verschiedener Unternehmen ja. und gibt nun selber Anteilsscheine aus. Ja. Damit ist eine Risikoverteilung erreicht. Das ist ganz richtig. Und wenn der Fonds gut geführt wird, dann kauft er also zu günstigen Preisen ein, ja. verkauft zu günstigen Preisen und ja. der Gewinn wird dann ausgeschüttet. Das sieht so aus, ich glaube, man kann das mal ja. herzeigen. Das ist so ein Anteilsschein, das schaut aus wie eine Aktie. Und das sind so Gewinnanteilsscheine und ist eine der schönsten Beschäftigungen, von denen ich immer träume, dass man dann so einen Hafen von so Zeug da hat und immer am ersten Tag so schön schneidet und dann hingeht und abholt. Ne? Ganz so ist es ja. nicht. Es gibt keinen festen Verzinsungssatz. Nein, nicht fest. Dafür, das ist der Unterschied zu einer Obligation. Ja. Es ist keine feste Verzinsung. Aber es wird jährlich einmal ausgeschüttet, mit einem Steigerungspotenzial nach oben. Natürlich, wenn die Kurse sehr gut waren über das ganze Jahr, dann kann die Dividende erhöht werden, die der Fonds ausschüttet an seine Anteilsinhaber. In den letzten Monaten waren es ja fast 30%, wo also gestiegen. Ja, über das Jahr 75 war es im Durchschnitt 30%. Nun ist es so, dass man zwar keine Garantie für die bestimmte Höhe einer Dividende hat. Nein. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Art Mitbesitz an Unternehmungen gegeben. Nicht? Ja, das ist ganz richtig und das ist ein wesentlicher Unterschied zu anderen Anlageformen, wie zum Beispiel zu einer Obligation oder zu einem Sparbuch, wo hinter dem Sparbuch kein Substanzwert steht. Ja, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, sich sein Geld anzulegen. Ich kenne jemanden, der sammelt Oldtimer und legt sein Geld da. Ein Oldtimer ist wenigstens ein Auto, von dem man annimmt, dass die Raten schon bezahlt sind. Ja, das wär's. Ne? Danke Ihnen sehr. Sie dürfen Ihr Schweinchen mitnehmen. Ja. Wie werden Sie es denn anlegen? Kaufen Sie sich Investmentfondsanteile? Oder? Ja, möglichst dumm und billig. Das war übrigens die Handbewegung, dieses im Computer ähnliche Wesen da in Betrieb setzt. Das ist die Frau Heidi Bentin. Sie die Frau. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Ich darf Sie auch erstmal vorstellen. Welches wollen Sie von den beiden? Das, was mir näher steht, bitte. Das gut. Ja. Ich danke Ihnen. So, jetzt, wenn Sie auch noch so nett wären und würden eine Handbewegung machen. Na, klasse. Wieder Kung Fu. Wie schaut das aus? Es geht weiter beim Hans, ja. Frau Bentin, Sie machen so einen resoluten Eindruck. Haben Sie was mit Menschen zu tun? Ja, aber ja. Ja. Menschen, die auf Ihr Kommando hören. Im weitesten Sinne, ja. Ich will nicht stramm stehen. Bringen Sie diesen Menschen etwas bei? Ja. Ist es etwas, was zu den schönen Künsten gehört? Nein. Bitte nicht zu den schönen Künsten, gell? Ach, ich bin dran, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Guten Morgen. Sie sind angestellt und selbstständig, ja. Sind also einmal Gehaltsempfänger, ja. Und verdienen noch ein bisschen was dazu. Ja. Aber bei der Ausübung... Fantastisch kombiniert. Ja, aber bei der Ausübung derselben Tätigkeit. Bei der Ausübung derselben Tätigkeit, ja. Diese Tätigkeit ist pädagogischer Art, im weitesten Sinn. Ja. Kommt sie einer bestimmten Gruppe von Menschen entgegen? Ja. Muss man also eine spezielle Ausbildung oder ein spezielles Interesse haben, wenn man zu Ihnen kommt? Ja. Bilden Sie mich dann in dem Interessengebiet weiter? Das kann man eigentlich nicht bejahen, gell? Sagen wir nein, ne? Nein. Ja. Aber ich gehe recht in der Annahme, dass Sie keine Choreografin sind. Ja. Bilden Sie hauptsächlich junge Menschen aus? Nein. Sind es Herren, die Sie ausbilden, wenn Sie sie nicht ausbilden? Nein. Oder männliche Wesen? Sind Herren, ja. Ach, Herren, pardon, ja. Ja. Männer. Männer, ja. Und müssen die sich dann rühren? Ja. Also es ist doch eine Art Bewegungsschulung, die Sie durchführen. Eine Art, ja. Haben Sie ein Mannequin-Studio selber für Herren und sind noch... Ja, man darf ja fragen. Man darf doch fragen. Ich meine, wenn die Frage lautete, und ich habe sie so verstanden, ein Mannequin-Studio für Männer, dann versenke ich, ohne dass ich auch nur was höre, davon schon ein 5-Mark-Stück mit rechts. Ne? Aber und wie? Ja, eh. Als männliches Wesen könnte ich also zu Ihnen kommen? Ja. Und wie gesagt, auf Ihr Kommando zu hören. Würde das meiner körperlichen Ertüchtigung dienen? Ja. Auch wenn Ihre Handbewegung kein Karateschlag sein soll, wie ich annehme, ist es eine Verteidigungskunst, die Sie lehren. Ja, wir legen es einmal drauf, nein, ne? Wir legen das so drauf. Müsste ich dazu Boxhandschuhe anziehen? Nein. So, jetzt haben wir endgültig drin. Wenn der Hans das bei Ihnen gelernt hätte, was Sie ihm beibringen wollen, könnte er das später auch vor Publikum ausführen? Ich würde es nicht empfehlen. Also. Wir haben, glaube ich, bejaht, dass es eine Art von Sport sein könnte. Ist es eine Art von Sport? Wir haben es nicht bejaht, aber in der Annahme, ja. Bei Verteidigung haben Sie sehr gezögert. Also ist es eine Sportart, wo man also sich verteidigen kann und angreifen kann? Ja. Wäre das Fechten zum Beispiel? Ja. Ja, sind Sie Fechtlehrerin? Ja, ja. Aber dieses genügt mir noch nicht. Ja, auf Pferden fechten oder da reiten dazu. Was? Ja. Das Genügt nicht, oder? Müssen wir rausfinden. Genügt nicht. Wofür? Und zwar genügt... Moment. Sie hat zuerst, Guido, in einem anderen Zusammenhang die Frage beantwortet, dass sie sozusagen einen speziellen Kundenkreis hatte. Nicht das, oder Kreis, nicht Kundenkreis, sondern einen speziellen Kreis von Leuten, denen sie diese Wohltaten erweist oder was immer es war. Ein spezieller Kreis. Und insofern genügt mir Fechtlehrerin allein noch nicht. Für Schauspieler. Schade, ja. Schade. Wie, bitte? Für Schauspieler. Für Schauspieler, genau das war's, ja. Jetzt haben wir's. Weil Sie eben sagten, auf Pferden, auf Pferden ist es im Grunde das Schwerste, weil man ja, wenn man nur die Menschen hat, ist es einfach. Aber wenn die Gefechte oder eine Schlacht mit Pferden ist, da muss ich morgens um 5 in den Stall gehen, Wurzeln hinhalten und erstmal die Golde dran. Ja, und da muss der Gaul fechten lernen. Das ist schwerer. Also alles Mögliche, ne? Nein, ich glaube, die Doppelbezeichnung, diese Doppelfunktion, angestellt und selbstständig, sollte man vielleicht noch ein bisschen erklären. Zunächst mal muss man die Handbewegung. Das wollen wir das ist ein Gesichtshieb. Nicht? Wenn das einer näher haben will, ja. Bitte Hans, oder wenn einer höher. Gut, das war die Handbewegung. Dann zweitens haben wir angestellt und selbstständig angekreuzt. Ja. Das heißt, Sie haben einen festen Vertrag bei einem Theater, und zwar beim Hamburger... Ich bin bei Herrn Gobert Hausfechtmeister. Das heißt, das Ensemble muss also auch fechten, wenn keine Stücke anliegen. Für Schauspieler in diesem Theater ist Fechtunterricht obligatorisch. Nicht? Die haben also einmal in der Woche ihren Fechtunterricht. Und außerdem nehmen Sie aber privat Fechtinteressenten auch, unterrichten Sie? Ja, wenn es anliegt, also irgendwie beim Fernsehen. Das ist das, wo der Hans könnte, aber nicht so, dass er vor Publikum das machen könnte. Wer weiß. Nein, der Unterschied, und wie sind Sie denn zu der Fechterei überhaupt gekommen? Ach Gott, ich hatte es als Schulfach schon und irgendwas muss man ja machen. Gibt es eine Schule, in der es Fecht unterrichtet hat? Wir hatten auf dem Gymnasium Fechten, ja. In Sportunterricht, in Hamburg. In Hamburg? Ja. Gibt es das noch? Glaube ich nicht mehr, nein. Mhm. Leider nicht. Also haben Sie Fechten gelernt? So habe ich Fechten gelernt. Und das war das beste Unterrichtsfach? Ach, herrlich. Na, dann bin ich es geworden und habe nie geglaubt, dass es mir so viel Spaß machen würde später meinen. Ja, und nun sind Sie, also nun ist dieses, aus dem Spaß, aus dem Hobby ist ein Beruf geworden. Das kann man wohl sagen. Und ist eine Art Fechtschule geworden, und Herr Gobert hat nun also den Vertrag mit Ihnen gemacht und jetzt betreuen Sie sozusagen sein ganzes Ensemble. Nun ist der Unterschied, es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen normalen Fechtunterricht und Fechtunterricht für Schauspieler. Bei normalen Fechten hat man also seine Masken um und es kann also ganz schön hart gehen. Bei Schauspieler fechten ohne Maske. Ohne Maske. Sie dürfen auch nie eine aufsetzen, denn wann soll ich sie denen abnehmen? In der Generalprobe oder... Er muss von vornherein so lernen, dass nichts passiert. Dass nichts passiert. Also es wird wochenlang probiert und muss dann wie Text gelernt werden. Und das schaut ungeheuer aus. Wir haben einen kleinen Film gedreht, das sollten wir uns anschauen, und der Partner... von Frau Bentin, den wir sehen, ist Peter Schweig. Ja, ist also einer meiner liebsten Schüler. Der ist so diszipliniert und dann, wir lachen immer schrecklich. Das war dieser Schnurpsel oben, den wir uns ausgedacht haben. Und das ist also irgendwo, mit ihm macht es Spaß zu arbeiten. Nur es muss ja eben furchtbar sicher sein, weil das also Originalwaffen sind und gesicherte Spitzen und so ein Kram, das gibt es also alles nicht mehr. Und mit Peter habe ich auch den Hamlet gemacht und das naja, seitdem trainieren wir nebenbei. So Pappschwerter und so gibt es nicht mehr im Theater. Das ist richtig, das sind richtige Waffen. Na, wir haben Schwerter, die wiegen 16 Pfund. So im Richter von Salamea muss man 16 Pfund haben. Ich mache an sich die langen Waffen nicht so gern. Ich mache lieber so kleine, kurze, handliche Messer oder so eine Schlägerei. Der Peter ist ja gut. Ja, das wird nun langsam, nicht? Das wird natürlich nachher noch sehr viel schneller. Das ist unser Hickehacke, das mögen wir immer gern. Und das ist das macht natürlich was her, ne? Na sicher. Und vor allem kann dabei nichts passieren. Jetzt machen wir schon schneller. Ja, und jetzt kommt gleich Oink, Oink, das macht der Peter immer nicht. Ja. Genau, das Abziehen, niederstreikt er mir immer. Das hat er noch nie gerne gemocht. Ja. Weil sie ihm da vor der Nase rumfuchsen, das möchte ich auch nicht. Mit dem habe ich den Hamlet gemacht, da durften wir Blut haben. Und Blut ist ja immer schwierig, weil entweder platzt es vorher auf oder es gerinnt vorher. Und, das ist gar nicht einfach. Wir haben jetzt immer so Ochsenblut mit Himbeer. Und wo hängt er sich das hin? geht auch, ja, das kommt so in Schwämmchen drunter und manchmal kommt es schon früher und das merken die Leute aber meistens gar nicht. Naja, ich habe ja, das ist der Cockpit. Abgebrochene Klingen, das ist dann immer das Gefährlichste, denn passieren kann im Grunde nicht viel. Wir haben eigentlich wenig Unfälle, aber wenn dann so die Klinge springt, dann springt ja immer das obere Ende. Ja. Und dann dieses Geräusch, wenn es dann so, wo geht's hin, um Gottes Willen, bloß welches Auge? Rein. Welches Auge? Ja, und im Faust haben wir es gehabt, weil die Frau Fliegenschild gerade mit Gründgens wohin und ich habe ja die ganze Zeit bei Gründgens arbeiten dürfen und im Faust, in diesem kurzen Valentin, in dieser kurzen Valentin-Geschichte, da surrt es uns weg. In die 7. Reihe einer Dame hier oben hin. Also mir blieb das Herz schon stehen, denn Schuld hat ja immer der Fechtmeister, ganz egal, was passiert. Und es kleckert also runter und die wischt nur weg und sagt, ach, das kann ja passieren beim Theater. Das war eine Garderobenfrau von uns. Stellen Sie sich mal vor, da hätte der Preis hier gesessen. Eine schöne Geschichte, eine sehr schöne Geschichte. Ja, das ist sozusagen voll geworden, ne? Ja. Fast voll, nicht ganz, aber fast voll. Mental ist was sagt man denn bei Fechtern? Da gibt's überhaupt nichts. Da gibt's gar nichts, da kann man, nein, da gibt es nichts, nein. Und es ist keine edle Kunst. Es ist, doch, es ist keine, ja, es ist aber keine gehört nicht zu den schönen Künsten. Doch im Grunde, darum habe ich gezögert, weil unsere Akademie heißt Akademie der Fechtkunst und das ist doch immerhin etwas. Ja, es ist Fechtkunst, aber keine schöne Kunst. Ja, es ist schön, aber es gehört nicht zu den schönen, eigentlich zu den schönen Künsten. Danke. Ich danke Ihnen recht schön. Dankeschön. Und wenn es keine speziellen Fechtglückwünsche gibt, dann bitte allgemeine. Für Sie und die ganze Truppe. Ne? Noch länger dürfte der Name nicht sein, Herr Stavenhagen, sonst hätten wir Probleme. Schön. Grüß Gott. Bitte schön, nehmen Sie Platz. So, jetzt wollen wir sich erst einmal vorstellen. Und Sie sind so nett und machen eine Handbewegung. Na, sehr schön. Und beim Hans geht's weiter. Herr Stavenhagen, können Sie Ihren Beruf unter freiem Himmel oder Fragen können wir nicht mit Ja oder Nein beantworten. Können Sie Ihren Beruf überall ausüben? Nein. Aber wenn Sie ihn ausüben, dann ist er zur Freude der Menschen. Jawohl. Ich hoffe. Würden Sie ihn auch zum Beispiel in der Faschingszeit ausüben? Ja. In der Faschingszeit auch, ja. Könnte man Sie engagieren für eine Faschingsveranstaltung? Von mir aus, ja. Wir wollen bei unserem Beruf bleiben. Es ist ein Nein. So. Also man muss zu Ihnen kommen, wenn man sich amüsieren will. Nein. Nicht unbedingt notwendig. Ich habe das Gefühl, es hat also gar nicht so viel mit Fasching, wie jetzt geredet wird, zu tun. Zeigen bzw. erklären Sie etwas? Nur auf Bitten und Wunsch eines Einzelnen. Sagen wir Ja oder Nein. Ach so. Ja. Und zeigen oder erklären, wenn Sie wollen, können Sie sagen Ja. Generell nein. Nein. Man selbst nicht. Ja, das wäre immer gern für ein Nein. Arbeiten Sie allein? Ich schaue es mich nicht an, ich weiß nicht. Nein. Nein. Ja. Sind Sie in einer Firma angestellt? Ja. 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 Tut die Firma auch etwas Lustiges oder wenigstens die Firma etwas Lustiges? Nein. Also was Lustiges nicht. Aber Sie haben mit Menschen zu tun. Ja. Erzählen Sie diesen Menschen etwas. Ja, erzählen tut's denen was, ja. Wenn die mich fragen? Und es kostet nichts, wenn die Leute nicht fragen und sich trotzdem... Wenn die nicht fragen, kostet es nichts. Nein. Aber wenn sie fragen, kostet es etwas? Nein. Nein? Könnte man Ihre lustige Firma... Jetzt haben wir noch 15 Mal. Ihre lustige Firma auch mit Museum oder Gebäude oder Schloss oder Ruine bezeichnen. Also mit sowas. Gebäude? Ja, ja. Jede Firma ist ein Gebäude, ne? Ich meine nur, ich denke jetzt an Museumswächter, Lach- und Schießmensch, Kastellan. Also, sagen wir nein, ne? Nein. Kontrollieren Sie etwas bei Ihrer Tätigkeit? Ach schon, ja. Und Sie beobachten dabei Menschen? Das muss ich schon, ja. Was machen Sie denn alles? Ja, du Mensch. Das ist eine lustige Firma, ne? Scheinbar, ja. Und wenn die Menschen was Falsches machen, dann rufen Sie sie zur Ordnung? Niemals, sondern ich versuche... Das sagen wir ja oder nein, ach so, ja. Ja? Ja. Dann rufe ich sie zur Ordnung. Nicht ist, ist das ein öffentlicher Verkehrsbetrieb, wo Sie tätig sind? Das geht zu weit, ne? Nein? Nein. Aber es ist richtig, dass Sie bei Ihrer Tätigkeit kein Publikum brauchen. Das ist richtig. Das ist grundfalsch. Dieses ist ein Missverständnis. Die Anneliese hat gemeint, das ist irgendeine Darbietung, zu der Sie Publikum haben. Und sie meint, da brauchen Sie keins. Und Sie haben gesagt, das ist grundfalsch, das heißt, Sie brauchen Publikum. Und dieses stimmt nicht. Also wir müssen Ja sagen. Es ist kompliziert, aber glauben Sie mir. Bewachen Sie irgendetwas? So könnte man eigentlich nicht sagen, gell? Kontrollieren Sie etwas? Ja. Ja. Sind Sie im weitesten Sinne für die Sicherheit von irgendwelchen Dingen zuständig? Ja. Und das ist auch die Firma, die diese Sicherheit garantiert? Nein, ich garantiere die Sicherheit der Firma. Da fragt er mich, warum lachen denn die Leute, aber er lacht er selber. Die lustige Firma, bei der er tätig ist das Grand Hotel in Nürnberg. Und was er ist ein Nachtportier. Ein Nachtportier. Ne? Und er hat also eigentlich alles wahrheitsgemäß beantwortet. Und es ist auch kein öffentlicher Verkehrsbetrieb. Wirklich nicht. Und alle Fragen in dieser Richtung werde ich mir verkneifen, weil ich weiß, dass ich sie ja doch nicht beantworten kann. Herr Stavenhagen, was würden Sie sagen, sind die wichtigsten Eigenschaften, die ein Nachtportier haben muss? Er muss diplomatisch sein, er muss versiert sein, er muss eine gewisse Menschenkenntnis haben, eine gewisse Führungseigenschaft, wenigstens in einem Luxushotel, und immer wissen, dass der Gast der König und wir nur der Höfling sind. In einem Hotel wird doch entsetzlich viel geklaut, nicht? Also muss man auch da aufpassen. Bei uns nicht. Es ist also, die Ehrlichkeit mancher Menschen beruht ja nur auf der Befürchtung, dass jemand zugeschaut haben könnte. Und da also hier sehr aufgepasst wird, passiert sowas nicht. Und das Hotel hat so feine Gäste, die schon gar nicht klauen, ne? Relativ, ja. Relativ ist gut. Ja, alles ist relativ im Leben. Alles ist relativ, ja. Dieses Schwein ist voll. Ich bedanke mich, ist ganz toll. Es war ein wirkliches Vergnügen. Die Handbewegung sollten wir vielleicht noch aufklären. Sie geben den Schlüssel abends aus. Ja, ich wollte sagen, ich hebe die Hand, um den Schlüssel runterzuziehen. Gibt es besondere Probleme mit den Gästen? Sie arbeiten von wann? Von abends um 10 bis morgens um 7, bis abgerechnet um 8 und so. Das ist eine gute Zeit, ne? Ja, 54 Stunden die Woche, aber ich tue es gern. Ja. Da ist was los, ne? In der Nacht hat der Mensch ein Nachtgesicht, und das ist ehrlicher als ein Tagesgesicht. Nach meiner Überzeugung. Ja, die Polizei ist völlig anderer Meinung, aber... Ich erstick noch einmal an Sachen, die ich nicht sagen darf. Seid ihr alle dicht? Dann darf ich unseren Ehrengast bitten. Sie sagen kein Wort, schütteln nur den Kopf oder nicken. Grüß Gott, unser Ehrengast ist männlich. Und es geht weiter beim Guido. Haben Sie in irgendeiner Weise mit der Olympiade zu tun? Nein. Sind Sie Künstler? Ja. Bildender? Nein. Reproduzierender? Nein, ne? Sagen wir nein? Ja. Reproduzierender, nein. Also ein Also ein Produzierender. Einer, der etwas produziert, was man vor Publikum aufführt. So ist es, ja. Etwas Musikalisches. Nein. Schreiben Sie Texte? Ja. Also im weitesten Sinne Schriftsteller? Nein, eigentlich nicht sagen. Jetzt muss ich ganz dumm fragen, wir hatten einen österreichischen und 2 deutsche Gäste. Sind Sie vielleicht Schweizer? Ja. Sind aber auch in Deutschland schon zu sehen gewesen? Ja. Fungieren mehr oder weniger mit einem Vornamen? Ja. Emil. Genau, das ist er. Das grenzt an Hellseherei. Wirklich, ja. Das grenzt an Hellseherei, habe ich eigentlich nicht gedacht. Wie? Ich sage, es grenzt an Hellseherei. Nein, nein, ich bin ein Fan. Außerdem haben wir vorher darüber geredet, das wäre mal schön. Wirklich. Wir haben darüber geredet. Ich meine, es freut uns, weil dann die Raderei aufhört und wir ihn genießen können. Ja. Sie sind ja auf ganz komische Weise eigentlich zum Kabarett gekommen. Sie waren ja ein ganz braver Postbeamter, haben im Vorraum die Zunge rausgehängt, damit die Leute Briefmarken anfeuchten können. Wenn Sie so wollen, ja. Nein, also ein richtiger Postbeamter. Im Schalter habe ich Geld entgegengenommen, gestempelt und so. Richtig gut. Und wie sind Sie denn dann auf Abgründe, in diese Abgründe und Abwege? Ja. Soll ich das sagen? Schon in der Schule eigentlich war es so, dass ich jeweils in der Pause so meine kleinen Stücken bot und das hat immer Anklang gefunden und ich durfte sogar während der Stunde jeweils eine Bemerkung fallen lassen und der Lehrer war sogar einverstanden. Pro Stunde eine, ne? Ja, vielleicht, ja. Und das war das Zeichen, dass... Die Quittung war das Zeichen, dass es ankommt. Aber wenn ich mich nicht ganz täusche, sind Sie doch von der Post nicht direkt aufs Kabarett umgestiegen, sondern auf einem... Nein, ich bin überhaupt nicht aufs Kabarett umgestiegen. Sondern? Das ist immer einfach, das läuft immer nebenbei her. Aber wenn ich mich nicht ganz täusche, haben Sie doch sind Sie doch von der Post zu einem grafischen Atelier gegangen? Nein, ich habe dann Grafiker, ne? 5 Jahre Kunstgewerbeschule besucht und dann bin ich Grafiker geworden, ja. Mhm. Und haben immer nebenbei Ihre kleinen Späßchen? Nebenbei habe ich dann Kabarett gespielt, ja. Zuerst in einem Ensemble, dann später alleine. Und Sie haben fremde Texte gespielt oder haben Sie... Zuerst habe ich nur fremde Texte gespielt und dann habe ich dann oft auch fremde Texte abgeändert einmal und dann habe ich mich sogar gewagt, einmal eigene Texte zu machen und die sind dann so gut angekommen, dass man gesagt hat, wer schreibt denn eigentlich diese? Und es ist ja erstaunlich, die Schweiz ist ja ein relativ kleines Land, Guido, aber sie hat doch wirklich ungeheuer viele und gute Kabarettisten hervor. Wir haben eine große Kabarett-Tradition. Wir haben auch dieses Jahr 60 Jahre Schweizer Kabarett. Und ihr habt auch so viele kleine Theater, in denen man wirklich anfangen kann. Ne? Mhm. Sie haben ja auch in Luzern, glaube ich, ein relativ kleines Theater. Ihr habt aber alles gespielt dort. Also. Dort spielt man alles. Mimen, Kabarettisten. Aber auch eben Kabarett. Ja, ja, natürlich. Ja, ich meine, also über Kabarett und über das, was er kann, lang zu reden, ist völlig sinnlos. Man muss ihn sehen. Dann gibt es also zwei wunderschöne Nummern, die ich mir eigentlich zuerst ausgesucht habe, aber da ist jede 8 Minuten und das schaffen wir also nicht. Aber er hat selber sich zwei aus, das heißt, eine habe ich dann ausgesucht und eine hat er selber ausgesucht. Das, was ich ausgesucht habe, ist der Pilot. Das werden wir uns also mit großem Vergnügen als erstes ansehen. Und dann, die Zeit reicht noch, das können Sie selber ankündigen. Das ist also der Pilot, das war einmal ein Wunsch des Publikums, aus dem Stegreif einen Piloten zu spielen, der mit dem Flugzeug über die Piste hinausfährt. Und ein anderer Wunsch war damals, einen Vater zu spielen, der im Spital wartet, im Moment, wo seine Frau das erste Kind bekommt. Ich glaube, man sollte sich das anschauen, weil es ja ohne jede Hilfsmittel, ohne irgendein Zeug gemacht worden ist, sondern das nur, der ganze Kerl liegt da drin. Und ich bin ganz sicher, es wird Ihnen viel Vergnügen machen. Bitte sehr. Ja. Forty-nine, 42, yes, wir kommen. Sie haben gesagt, wir können kommen, hä? Würdest du einmal auf der Karte nachsehen, wo wir sind? Hier unten ist etwas Feuchtes. Das wird wahrscheinlich ein Fluss sein, hä? Schau mal auf der Karte nach, was das für ein Fluss sein könnte. Ah, findest du nicht, Sand? Doch, doch, das wird wohl nicht eine Überschwemmung sein. Du musst natürlich nicht die Karte verkehrt halten. Du musst nicht in Frankfurt nachsehen, wenn wir in München landen müssen. Ach, das Schönste, das. So, schau mal da vorne, was haben wir da vorne? Schau mal geradeaus, was ist das? Die Piste. So, würdest einmal die Landung vorbereiten. Was ist? Was, du hast noch nie eine Landung gemacht? Was, du hast überhaupt noch nie eine Landung gemacht? Und dich setzt man neben mich? Na, das kommt noch gut heraus, das, hä? Ich habe auch noch nie eine Landung gemacht, hä? Ja, jetzt müssen wir nachsehen, wie wir da runterkommen, hä? Ja, du hast da viele Knöpfe bei dir, hä? Ich würde sagen, zum Landen nehmen wir etwas von den unteren, hä? Oder der rote Knopf dort, das wäre noch ein schöner, hä? Der rote, der immer so aufblinkt, ja? Drück doch einmal auf diesen Knopf. Drück doch einmal. Siehst, schon kommt er ja. Oha, die Passagiere sind nach vorne geflogen. Hä? Müssen halt die Türen schließen. Hä? Ja, kannst doch das 10-mal sagen. So, wir müssen uns jetzt aufs Landen konzentrieren. Schön, wie er runtergeht. Wunderbar, wie viele Meter haben wir noch? Noch 120. Wunderbar, wie er runtergeht. Siehst du, die Piste ist noch gut markiert in der Mitte. Hä? Ach, und noch 60 Meter, noch 50 Meter, sehr schön. Das ist ja die Autobahn. Hättest wieder nichts bemerkt, hä? Ja, wenn ich nicht wäre, hä? Schau mal, hier ist ja die Piste, hier. So, noch einmal dieser rote Knopfwagen, kommt ja schon. So, schön ruhig bleiben, damit wir das Gleichgewicht behalten können. Achtung, wie er runtergeht, 50 Meter, noch 40 Meter, Achtung, noch 20 Meter, jetzt sind wir dann unten, Achtung, jetzt sind wir dann unten, Achtung, jetzt setzen wir auf, jetzt sind wir unten, ist noch einmal gut gegangen, hä? Und da vorne ist ja die Piste fertig. Du, wir sollten anhalten. Hier vorne ist ja die Piste fertig. Achtung, noch 10 Meter. Schau, jetzt sind wir schon im Gras. Auch schau mal die Leute von den Schrebergärten, wie sie davon springen. Du, was fliegt denn hier in der Luft herum? Was fliegt denn hier in der Luft herum? Was sind das? Was? Ah, Kartoffeln. Achtung, Achtung, die ersten Häuser kommen. Achtung, die ersten Häuser kommen. Wir sollten anhalten. Achtung, die ersten Häuser kommen. Jetzt steht er. Was, wieso, dass er steht? Ja, hast du auch schon einmal etwas gelesen von einer Handbremse? Jetzt der Vater. Hm? Das ist gerade die Schwester. Meine Frau ist im 4. Stock oben. Ich weiß genau, in welchem Zimmer kann ich rasch hinaufgehen. So. Wie? Ach, ich muss noch etwas warten. Ja gut, danke, Schwester, danke. Grüezi miteinander. Grüezi miteinander. So ist es bei Ihnen auch so weit. Ja, wir freuen uns ganz gewaltig. Ja, ja, das gibt eine Top-Sache. Wir haben auch uns sehr gut vorbereitet. Ja, wir haben praktisch die letzten 3 Wochen nur noch auf Diät gemacht. Ja, das überträgt sich aufs Kind. Ja, ja, doch, doch. Und ich habe jeden Morgen einen Waldlauf gemacht. Das ist auch wichtig fürs Kind. Das, ja, doch, doch. Und meine Frau hat jetzt praktisch nur noch blaue Trauben gegessen. Ja, haben Sie es nicht gelesen? Doch, doch, das gibt blaue Augen bei den Kindern. Ja, ja, Schwester, ja, ja. Ah, es ist nicht für mich. Ja, danke, danke. Was machen denn Sie hier als Frau? Sollten Sie nicht auch hinaufgehen? Wie? Ach so, Ihre Freundin ist oben. Ja, wieso soll man nicht einmal einen Versuch machen, hä? Ja. Nein, ich möchte nicht dabei sein bei der Geburt. Nein, solche Sachen sieht man ja im Kino. Ja, ja. Oder dann nehmen Sie es raus und heben es hoch und dann tatschen. Oder und dann... Nein, ich möchte lieber nicht dabei sein. Ja, ja, Schwester, ja, ja. Es ist nicht für mich, ja. Es ist noch zu früh. Ja, die nehmen es wahrscheinlich genau. Ja, meine Frau ist auch sehr tapfer. Ja, sie ist sehr tapfer, wirklich. Ja, ja. Wir haben ihn auch schon angemeldet für in die Musikschule. Ja, solche Dinge muss man früh machen, ja, ja. Nein, meine Frau, ja, am liebsten hätte sie mir überhaupt nichts gesagt. Ja, einfach um mich zu schonen. Ja, aber sie hat dann so feste Bauchschmerzen. Ja, sie hat sehr stark Bauchschmerzen bekommen. Das kann man ja nicht verbergen. Ja, doch, doch, sehr. Ja, Schwester, ja. Ja, warten weile. Ja, das bin ich, ja. Ist das ein Mädchen oder ist das ein Knabe? Wie? Ach so, Blinddarm. Das ist eine schöne Geschichte. Alle 2 von Ihnen selber geschrieben. Ja, ja. Improvisiert. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich habe es Ihnen angekündigt. Ich hoffe, es hat Ihnen wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, dass Sie sich ein bisschen unterhalten haben und dass Sie uns wieder einladen zum nächsten Was bin ich? Guten Abend.